Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt vom Clara Spital. In besten Händen. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Mirian Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum. Und Violier für Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Heute reden wir über Multiple Sklerose und hier sind meine Hauptgäste. Ich bin Tessa Buchs, habe über 40 Jahre MS und seit 20 Jahren bin ich im Rollstuhl. Multiple Sklerose nennt man auch die Krankheit der 1000 Gesichter, weil jeder Betroffene erlebt es völlig anders. So auch Sie. Genau so ist es. Mein Name ist Andrea Moretta. Ich habe seit 4,5 Jahren Diagnose MS und lebe zurzeit ohne Einschränkung. Als wäre nichts geschehen. Andrea Moretta packt kräftig zu, wenn es darum geht, den Garten neu zu gestalten. Andrea war kaum 30, als sie und ihr Freund erfuhren, dass sie an MS erkrankt ist. Es war wirklich einfach wie eine Panikattacke. Du hast zuerst einfach nicht mehr können. Wie schnaufen, es hat alles gestockt. Und dann hat sich das einfach mal ein bisschen gelöst und dann konnte ich einfach nur noch brüllen. Also ich bin komplett verzweifelt und hatte das Gefühl, jetzt ist mein Leben vorbei. Andreas größte Beschwerden traten in den Augen auf. Sehstörungen und Müdigkeit beeinträchtigten ihre Arbeitsleistung. In der Folge verlor sie ihre Anstellung als Treuhandsachbearbeiterin. Andrea befand sich im freien Fall und fürchtete auch noch um ihre Beziehung. Doch ihr Partner Heiko Leis fing sie auf. Für mich war es einfach wichtig, dass sie weiß, ich bin da, dass sie einen Halt hat und dass sie nicht komplett jetzt wegen der Diagnose abstürzt. Einfach, dass sie weiß, ich bin da. Und, ja. Heiko Leis hielt weiterhin zu Andrea, auch wenn sie Schübe hatte. Kurze Schübe, die zum Teil ihre Zunge lähmten. Andrea begann über ihre Erfahrungen mit MS regelmäßig in einem Blog zu schreiben. Heikos Rückhalt gibt Andrea Sicherheit und Zuversicht. Doch das Leben mit MS beeinflusst auch ihre Beziehung. Es hat sich verändert, ja. Ob schlecht, würde ich jetzt nicht einmal sagen. Es geht eher ins Positive, weil wir viel vertrauter miteinander sind. Er gibt mir einfach extrem viel Kraft und Mut und einfach die pure Unterstützung. Also wir haben ein wahnsinnig gutes Verhältnis natürlich. Und ja, ich denke, das ist auch durch die Diagnose vor allem. Also hat es einfach alles gefestigt und intensiviert. In der Zwischenzeit hat Andrea wieder eine neue Arbeitsstelle als Anwaltsassistentin gefunden. Dank einem neuen Medikament in Tablettenform hat sie weniger Beschwerden und unternimmt Ausflüge mit Heiko und Mopshündin Emma. Aus dem heraus, dass ich zuerst sehr viel Angst hatte durch die Diagnose, habe ich es dann angefangen zu akzeptieren und ich bin ruhiger geworden, ich bin bewusster geworden. Ich geniesse viel mehr und ich lebe einfach intensiver. Ich weiss unterdessen eben, es führt nicht immer oder nicht sofort zum Rollstuhl oder zu schwerwiegenden Behinderungen. Und ich finde, wenn man sich arrangiert und positiv denkt, dann kann man sehr gut mit dem leben. Was immer ihr die Zukunft bringt, Andrea Moretta will sich von multipler Sklerose nicht unterkriegen lassen. Es sieht aus wie ein normales Perlen von der Krankheit. Merkt man eigentlich nichts, aber doch, es ist eine Ungewissheit, mit MS zu leben. Und darum möchte ich ein bisschen mehr darüber wissen. Herr Leis, wie machen Sie das? Ist das nicht auch ein gewisser Druck oder eine gewisse Last für Sie? Druck ist immer da, aber keine Last. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist natürlich immer irgendwo die Angst, es könnte was passieren oder es könnte plötzlich irgendein Schub kommen. Aber als Druck würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Mhm. Gar nicht. Dann würde ich Sie fragen, ist es für Sie eine Belastung, dass Sie auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht ein bisschen abhängig werden von Ihrem Partner? Also ich würde sagen, ich bin gar nicht abhängig von ihm. Mhm. Also vor allem auch, weil er gibt mir ein Gefühl dazu, dass ich nicht abhängig sein muss von ihm.
Ich hatte Verlustangst, ihn zu verlieren, aber abhängig als ich bin ich nicht, wie es mir so gut geht. Was braucht denn Ihre Frau für Unterstützung? Unterstützung im Haushalt. Es ist natürlich so, dass sie von der Kraft her, also Kraft ist da, aber die Ausdauer ist einfach nicht so lang, wie es jetzt bei, ich würde sagen, normal Menschen, wo gesund ist. Und dadurch hat sie einfach viel schneller Ermüdungsphase und da braucht sie einfach Unterstützung. Aber sonst macht sie alles selber, zum Glück. Sind Sie neben dem irgendwie eingeschränkt? Ich persönlich bin eingeschränkt insoweit, dass ich weniger arbeiten kann. Ich konnte vorher voll arbeiten, bin jetzt dort ein bisschen runter, reduziert auf 80%. Und ich würde sagen, ich bin einfach auch eingeschränkt von der Müdigkeit her. Dass ich halt nicht so viel Energie habe, aber ich teile es mir richtig ein. Bei uns ist auch der Professor Ludwig Kappusch. Sie sind eine Kapazität auf dem Gebiet Multiple Sklerose. Was heisst die Diagnose heute? Ist das immer noch das Bild, dass man irgendwann einmal den Rollstuhl braucht? Es ist eine Möglichkeit, aber zum Glück nur eine von vielen Möglichkeiten. Auch ohne eine Behandlung kann der Verlauf sehr günstig sein, also über 30, 40 Jahre keine nennenswerte Behinderung mit sich bringen. Durch die jetzt vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten können wir diese an sich schon variable oder unterschiedliche Prognose voraussagen, können wir noch verbessern. Das heißt, die Aussichten für einen guten Verlauf sind heutzutage sicherlich besser geworden. Es gibt auch verschiedene Formen. Sie haben Schübe, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben Sie schon mehrere Schübe so erlebt? Und wie ist das? Ich habe den ersten Schub, den ich wirklich gemerkt habe. Das war mit einer Sehnerventzündung. Und dann haben weitere kleine, also ich sage ein Bonsai-Schübchen. Also weil sie halt wirklich so minim sind, dass man halt einfach merkt, irgendetwas passt nicht. Aber es ist noch nicht schwerwiegend, dass mich wirklich einschränkt. Es gibt aber auch nicht nur den Schub, sondern auch so eine kontinuierliche Form. Was ist häufiger? Häufiger ist der schubförmige Verlauf, der unterschiedlich lange dauern kann, 10, 20, 30 Jahre. Und meistens aber doch in eine sogenannte sekundär-progrediente Form übergeht. Das heißt, eine mehr kontinuierliche Verschlechterung mit oder ohne Schübe. Nochmal zu Ihnen, Herr Leis. Sie machen das grossartig. Auch man spürt, dass Sie voll dabei sind. Aber Sie haben ja auch ein Leben. Gibt es Sachen, die Sie müssen zurückstecken werden? Zurückstecken? Eigentlich in dem Sinn nicht. Klar, ab und zu, oder am Anfang war es einfach mal so, dass wir gesagt haben, gehen wir mal aufs Velo. Aber das war vor der Diagnose eigentlich. Gehen wir aufs Velo, machen wir ein bisschen Velotour. Und ja, sie hat einfach die Ausdauer nicht gehabt. Aber es war auch nicht für mich irgendwo, dass ich dann sauer war oder enttäuscht. Es war halt einfach so. Ich habe mir gedacht, ja gut, halt einfach unfit. Traut man sich zu streiten? Ja. Man nimmt sich nicht zurück. Man nimmt sich nicht zurück. Gehört nämlich auch zu einer guten Beziehung. Natürlich, gehört sie dazu. Und eben, wir versuchen natürlich auch wirklich die Krankheit mehr oder weniger nicht immer im Vordergrund zu halten. Und deswegen gehört das dazu. Sie sind ein junges Pärchen. Wie ist das mit Kinderwunsch? Also es ist so, wir haben beide keinen Kinderwunsch. Wir haben es wohl mal diskutiert. Und das war vor meiner Diagnose. Wir haben es mal angesprochen. Da sind wir uns sicher, entscheiden wir uns für ein Leben ohne Kind. Und ich muss sagen, die Diagnose hat es uns dann natürlich auch ein bisschen abgenommen. Also die definitive Entscheidung sozusagen. Aber könnte man Kinder haben mit MS? Ja, durchaus. Das Bestreben ist ja auch durch die Behandlung möglichst, das normale Leben wenig einzuschränken oder nicht einzuschränken. Und dazu gehört auch eine Familie gründen mit Kindern. Man weiß, dass die Schwangerschaft an sich eher einen schützenden Faktor darstellt. Etwas problematischer ist die Phase direkt nach der Entbindung. Aber da bei einem normalen Verlauf einer multiplen Sklerose ist es durchaus möglich, auch Kinder zu zeugen, ohne dass man jetzt eine große Angst haben muss, dass der Verlauf sich verschlechtert. MS ist eine chronisch entzündliche Krankheit. Wieso sie passiert, ist unklar. Aber was klar ist, ist, dass die Abwehrzellen sich gegen die eigenen Nerven richten. Das zentrale Nervensystem setzt sich aus dem Gehirn und dem Rückenmark zusammen. Es ist die Kommandozentrale des Körpers. Bei der multiplen Sklerose entstehen im Gehirn und Rückenmark verschiedene Entzündungsherde. Hier sieht man, wie sich die gelben und roten Entzündungszellen massenweise ansammeln.
Man vermutet, dass Entzündungen entstehen, nachdem körpereigene Abwehrzellen die Nervenzellen angreifen. Entzündungszellen können auch Proteine freisetzen, die sozusagen giftig wirken. Die große gelbe Zelle ist ein Makrophag, eine sogenannte Fresszelle. Sie umschlingt die Außenhülle der Nervenzellen und zerstört sie. Dadurch können Nervenimpulse nicht mehr richtig weitergeleitet werden und es kommt zu Pannen im Körper. Das ist auch die Ursache von Seh-, Sprach- und Bewegungsstörungen. Herr Kapusch, die Ursachen für MS sind unklar, aber man redet von Umweltfaktoren oder toxischen Stoffen, sogar Infektionserreger. Wie soll das funktionieren? Wir müssen uns vorstellen, dass im Körper Zellen in jedem von uns sind, die in der Lage wären, das eigene anzugreifen, in dem Fall das Nervensystem. Mhm. Und verschiedene Faktoren, zum Beispiel Infektionen, können eine Art Tumult auslösen, in dem dann solche Zellen sich aktivieren und sich vermehren. Mhm. Es können auch Faktoren sein, die das Nervensystem etwas schädigen und damit als Angriffsziel auch für die eigenen Immunzellen bereit machen. Es können gewisse genetische Faktoren sein, also Erbfaktoren, die dazu führen, dass die Regelung, also die Unterdrückung dieser potenziell gefährlichen Zellen nicht so gut funktioniert. Von Symptomen haben wir auch schon gehört, Sehstörungen, aber auch Müdigkeit. Das ist etwas sehr Häufiges. Wieso eigentlich? Ein Teil der Überleitung funktioniert nicht so gut innerhalb des Nervensystems. Es braucht mehr Aufwand. Man kann diese Leistung erbringen, aber braucht mehr Energie dafür. Und damit ist auch weniger Reserve da. Mhm. Das Heimtückische daran ist, dass es für die Außenstehenden nicht direkt erfüllbar ist. Ich kann das ja eigentlich, warum mache ich das nicht, ist dann die Frage. Es wird dann als fehlende Motivation oder als Depression missinterpretiert und macht es oft viel schwieriger für die Betroffenen, sich verständlich zu machen und auch integriert zu bleiben in ihrer Gesellschaft. Gibt es Auslöser für Schub? Ja, man nimmt an, dass zum Beispiel Infekte eine solche Rolle spielen. Früher hat man auch gedacht, körperliche Anstrengung, davon ist man ganz weggekommen. Man rät eher dazu, ein möglichst aktives Leben zu führen und sich nicht unnötig zu schonen. Mhm. Stirbt man an MS? Eigentlich nicht, weil es ist mehr eine lebensbegleitende, manchmal eben auch stark behindernde Erkrankung, aber keine, die direkt zum Tod führt. Das ist extrem selten, dass die MS direkt zu Funktionsstörungen führt, die dann letztlich tödlich wären. Wenn Sie Beratung brauchen, dann haben wir auf dem Internet Adressen und einen Flyer von der Schweizerischen MS-Gesellschaft. Und Esther Buchs hat auch MS. Seit 40 Jahren Diagnose, seit 20 Jahren ist sie im Rollstuhl. Der Lebensmut, den hat sie nie verloren, unter anderem auch nicht wegen ihrem Mann. Esther Buchs erhielt ihre MS-Diagnose vor 41 Jahren. Ihr Mann Heinz Buchs musste miterleben, wie sie nach und nach die Kräfte verlor. Heute ist die 64-Jährige rund um die Uhr auf Unterstützung angewiesen. Ihren Lebensmut aber hat sie nicht verloren. Heute im Pensionsalter, darf ich jetzt sagen, mit dem pensionierten Mann zuhause, natürlich viel gelassener, viel weniger Ängste sind dabei. Ich kann einen Tag nehmen wie der andere, wenn es heute nicht gut geht oder heute nicht mal gelaufen. Dann denke ich, ja, morgen ist ein anderer Tag. Und früher war die Angst da, ui, was kommt jetzt wieder? Bis zu seiner Pensionierung arbeitete der gelernte Schlosser als Monteur und in der Lehrlingsausbildung. Als seine Frau den Haushalt nicht mehr führen konnte, übernahm Heinz Buchs diese Aufgabe. Ich habe dann nachher gemerkt, dass ich auch mithelfen muss eigentlich in der ganzen Geschichte, dass ich im Haushalt immer mehr helfen muss. Dann bin ich etwa viermal in einem Männerkochkurs und habe mir so das Kochen angeeignet, mit Hilfe der Esther natürlich. Sie hat mir da schon gute Hinweise gegeben. Er macht so vieles, was ich mir nie träumen lassen hätte, dass er macht. Und nicht nur Hausmann, er ist also auch bis an eine gewisse Grenze an ist er auch mein Krankenpfleger manchmal. Noch immer fällt es Esther Buchs schwer, Hilfe anzunehmen. In der Pflege erhält sie zusätzliche Unterstützung durch die Spitex. Eine rollstuhlgängige Wohnung erleichtert dem Paar den Alltag.
Doch das Leben mit multipler Sklerose stellte auch ihre Partnerschaft immer wieder vor neue Herausforderungen. Heute treffen sie gerne wieder Freunde und unternehmen auch gemeinsame Ausflüge. Ich denke, es ist eine grosse Liebe dahinter zwischen meinem Mann und mir. Und ich habe seit Jahren gegeben, wo ich es fast nicht konnte, miterleben, dass er so sein Leben eigentlich nicht kann ausleben, zu Berg gehen, Sport treiben und alles Skifahren und alles, wie er gern sich erträumt hat, was er alles machen möchte. Und habe ihn auch frei gesprochen. Ich habe ihm also mehr als einmal gesagt, los, du bist gesund, ich bin krank, dann fang doch noch mal neu an, dann trennen wir uns. Und er hat immer gesagt, kommt doch gar nicht in Frage. Ich habe meine Frau sehr gern. Und was ich auch sehr geliebt habe, sind natürlich unsere Kinder. Also ich hätte mir gar nicht vorstellen können, von ihnen wegzugehen oder so. Also das war für mich gar nicht ein Gedanke eigentlich. Du kommst dran. Heute sind es die Enkelkinder, die das Ehepaar erfreuen. Richtig miteinander zu kommunizieren und Hilfe anzunehmen, das haben die beiden in Seminaren und Kursen der MS-Gesellschaft gelernt. Die Kurse und auch Eheberatungen, die wir waren, da hat auch noch viel dazu beigetragen, dass wir heute auch noch zusammen sind. Es sind ja Quantitum-Jahre, die mir wichtig sind, wie Qualität, die mir wichtig ist. Und nicht, ob ich jetzt da 70, 80 wird oder 90, sondern einfach die Jahre jetzt noch geniessen, die ich habe. Und jeden Tag nach Schöne suchen und wenn es nur irgendwie ein freundliches Gesicht ist. Herr Buchs, Sie haben viel gelernt, auch in diesen Kursen. Offenbar auch in der Kommunikation sind Sie denn nicht immer so ein Gesprächiger gewesen? Nein, da habe ich dann alles so gelernt, nach und nach. Ebenso wie mit der Lehrlingsausbildung haben wir zusätzliche Seminare gehabt und dann haben wir dort das Kommunikation eigentlich auch gelernt. Mhm. Auf was kommt es denn darauf an? Ja, es kommt darauf an, dass man offen zu den Leuten geht und auch mit den Lehrlingen vor allem, dass man auf sie zugeht und sie abholt und so mit ihnen redet. Mhm. Und das machen Sie auch mit Ihrer Frau? Ja, also die Frau tut eigentlich mehr mit mir. Also es ist schon, aber es bringt mir schon auch durch das, weil ich darauf eingehen kann. So. Mhm. Und das ist also schon sehr viel wert, muss ich sagen. Mhm. Sie haben auch von Lebensqualität geredet, die so wichtig ist, Frau Buchs. Wie ist Ihre Lebensqualität heute? Ich glaube, gut. Mhm. Ich denke, ich habe eine Zufriedenheit erreicht, die viele in meinem Alter noch nicht haben. Mhm. Und dass ich eben in den kleinen Sachen Freude haben kann. Oder einen lieben Besuch oder irgendwo eine Abwechslung, wo ich mit jemandem sechs Freundschaft oder Familie einen Spaziergang machen kann. Und die Natur, wo man sehr viel sagt. Also Sie können das Leben geniessen, darf ich das sagen? Ich kann es geniessen. Dank lieben Freunden können wir immer auch wieder grössere Reisen machen, wie mit der Alphorn-Bläsen-Vereinigung, wo der Mann mitmacht. Da läuft etwas, höre ich. Ja, und da haben wir jetzt das Jahr wieder vor Augen, dass wir Passau Budapest mit der Schiffsreise machen können, mit den Alphorn-Bläsern. Da drücke ich den Daumen, ich höre es. Trotzdem, Frau Moretta, wenn Sie, Frau Buch, sehen Sie, ist im Rollstuhl mit MS auch. Was geht einem da durch den Kopf? Also ich beziehe es nicht auf mich. Mhm. Ich habe keine Angst, also es macht mir keine Angst. Ich habe eher die Haltung so, dass ich finde, jedem Mensch kann etwas passieren. Kein Mensch weiß, was am nächsten Tag ist. Mhm. Und darum. Ja. Das ist eigentlich eine grossartige Leistung. Wie ist es mit Ihnen, wenn Sie das sehen, Herr Leis? Ich finde es noch herzig. Ich habe also wirklich irgendwie, man sieht, der Umgang ist irgendwie, ja, wie ich eigentlich auch denke, es schweißt zusammen. Mhm. Und eben, ja, ich glaube, wenn man einen positiven Lebenswillen hat, dann kann so ein Rollstuhl eigentlich auch nichts aufhalten. Aber einfach ist das nicht, Herr Buchs. Können Sie ihm Herr Leise einen Tipp geben? Ja,
Einfach ist es in dem Sinne nicht, weil man wird auch immer mehr gefordert. Also man muss mehr helfen. Mhm. Und wichtig ist, dass man zueinander die Achtung nie verliert. Also das ist, finde ich, etwas sehr Wichtiges. Und dass man eben miteinander reden tut. Und dann geht das eigentlich recht gut. Mhm. Herr Gabus, Sie erleben viele Paare mit MS. Auf was kommt es darauf an, dass die Beziehung weiterhin funktioniert? Ja, ich glaube, das ist schon gesagt worden, dass man den Augenblick genießt, dass man nicht immer mit der Angst lebt, was könnte in der Zukunft Schlimmes passieren. Dann merkt man 30 Jahre später, es ist nicht passiert. Aber man hat sich sehr viel weggenommen, weil man immer daran gedacht hat, was hätte passieren können. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist aber leichter gesagt als getan. Mhm. Das ist ein Prozess, in dem man sich das erarbeitet. Der eine ein bisschen schneller, der andere langsamer. Und da kann der Partner oder die Partnerin mit der richtigen Einstellung kann da helfen. Und ich glaube, was Herr Buchs gesagt hat, den anderen ernst nehmen, die Achtung vor dem anderen nicht verlieren, weil er jetzt vielleicht körperlich schwächer ist, heißt es nicht, dass er weniger beiträgt in die Beziehung. Das ist ganz wichtig. Und das zu vermitteln, weil ja auch derjenige, der körperlich eingeschränkt ist, sich minderwertig fühlen kann. Mhm. Und wenn ich das natürlich vermittle, dass ich den anderen schätze und dass er mir was bedeutet, auch in einer gewissen Behinderung. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das schafft man nicht durch übermäßiges Beschützen, sondern auch immer wieder durch Fordern und den anderen wirklich als vollnehmen. Haben Sie das so erlebt, wie es der Herr Kapusch sagt? Ja, sehr. Ja. Das könnten wir, glaube ich, beide bestätigen. Ich habe mir immer gesagt, komm nicht gerade springen, hilf nicht gerade warten, bis ich sage. Es gibt Momente, wo ich sage oder denke, merkt er eigentlich nicht, dass er mir jetzt helfen könnte. Mhm. Und ich denke, nein, es ist richtig. Mhm. Ich habe es ja eigentlich so gewünscht. Ja. Also das bestätigt, dass das wirklich funktioniert. Was machen Sie, um Energie zu behalten? Eigentlich nichts. Nichts? Nein, gar nichts. Eben, es passt einfach. Und ich glaube, das gibt mir Energie genug, einfach, wenn man an meiner Seite haben, wo trotz der Krankheit so einen Lebenswillen hat und einfach so eine Freude ausstrahlt. Ich glaube, das gibt mir genug Energie. Mhm. Kann man auch sagen, Sie haben jetzt die Diagnose seit 4 Jahren, kann man auch sagen, man kann sogar etwas profitieren davon, man kann lernen davon. Was? Sehr. Also ich habe gemerkt, dass ich viel mehr Sachen schätze. Die kleinen Sachen viel mehr schätze, viel mehr geniesse. Und nicht mehr alles so tragisch nehme. Also das ist, glaube ich, das meiste, was ich finde. Ich bin gelassener. Ja. Eigentlich zufriedener fast, muss ich sagen. Ja, schön. Mhm. Zum Schluss, Herr Kapusch, wie sieht es aus? Ist MS irgendwann einmal heilbar? Es sind ja jetzt 2 neue Medikamente wieder auf dem Markt gekommen. Eins steht vor der Tür. Wo stehen wir? Ich denke, es sind sicher Fortschritte da. Und es ist eher möglich, über eine längere Zeit ein normales Leben damit zu führen, mit keiner oder wenig Behinderung. Aber leider haben wir noch nicht die Lösung, gerade wenn die Krankheit in diese progressive Phase kommt. Da haben wir noch Probleme mit unseren Maßnahmen, dem entgegenzuwirken. Und natürlich, was wir uns alle wünschen, die Reparatur anzuregen, die Reparatur zu fördern. Da gibt es erste Ansätze, aber das ist leider noch nicht so weit, dass man es direkt anbieten könnte. Mhm. Danke schon vielmals, Herr Kapusch, und Ihnen allen herzlich Dankeschön, dass Sie da gewesen sind und weiterhin alles Gute. Sie machen das ganz toll. Das war es schon für heute. Ich hoffe, es war für Sie spannend und Sie sind am nächsten Samstag auch wieder bei uns. Auf Wiedersehen miteinander. Viele Leute möchten mehr als reine Schulmedizin. Wir nehmen 3 Methoden aus der Komplementärmedizin genauer unter die Lupe und wollen über Chancen und Grenzen erfahren. Die Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute, unterstützt vom Clara-Spital, in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Mirian Iserlin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum. Und Violier für Labormedizin.